Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt dieses Quest mit der Hanse hier nicht weitermachen werde. Ach Quatsch, mit der Hanse. Mit dem Klumar nicht weitermachen werde, weil der ist ziemlich crazy drauf und da stand ja drin, es gibt irgendeinen Trick, dass man ihn da an ihn rankommt. Vielleicht geht das mit Bomben ganz gut, dass man ihn quasi ablenkt oder so, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal probieren soll. Ich probiere es doch nochmal. Danke. Ich weiß nicht, was er gerade macht, auf jeden Fall nicht, was er machen soll. Krass, kann ich ihn echt nur treffen, wenn er seinen Bauch zeigt? Sehe ich gerade nicht so richtig. Ah, ich glaube ins Feuer rein. Richtig schlau. Komm her. Oh, da ist er ja fast tot. Okay. Krass. Jetzt ab. Weg, weg, weg. Komm, wir haben ihn doch fast. Oh krass. Dann war auch am Ende doch viel einfacher als gedacht. Also ich weiß nicht, das war wahrscheinlich gar nicht so richtig der Weg, wie man es hätte machen sollen, aber ist egal, es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Sehr gut, hat sich gelohnt, es noch ein zweites Mal zu probieren. Also wenn er sein Bauch entblößt, ist es quasi recht einfach. Und hier drin scheint jetzt gar nichts weiter zu sein, wie es aussieht. Die Schatzkiste scheint auch wohl ganz anders zu sein. Gerade ein Grafikfehler. Hier haben wir noch eine Leiche und Färbemittel für blaue Rüstung. Ja, immerhin noch eine wertvolle Kette. Noch irgendwelche Verstecke. Hier ist noch eine Ader. Silberader. Auch nicht schlecht. Aber wir haben jetzt wieder so viel Sachen eingesammelt. Wir müssen halt echt erstmal wieder einen Händler finden, der uns dann den ganzen Schund abkauft. Bin auch dumm, warum habe ich noch mal Katze genommen? Ich hätte einfach Fackel nehmen sollen, weil jetzt ist sie ja noch ewig da. Ah, hier ist die. Alles klar. Elfenwettstein, Elfenschmiedewerkzeug finden wir irgendwie letzte Zeit oft. Soll nicht runterfallen, bitte. Beschädigtes Tagebuch, Schema Tarel, Chitinpanzer, gehärtetes Leder. Aha. 320 Kronen, Perlen. Beschädigtes Tagebuch. Chaotisch geführtes Tagebuch mit zahlreichen Tintenflecken und ohne Daten. Was zum Teufel ist in mich gefahren? Wie komme ich bloß dazu, in Gegenwart der allergnädigsten Herrin eine Ballade von Rittersporn einzustimmen? Ach, auf so dämliche Art und Unknalle zu fallen? Ich, ein junger, ambitionierter Politiker mit brillanten Aussichten am Herzogshof, jetzt wegen meiner Dummheit verbannt. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gnade der Herzogin zu erflehen. Angeblich hat der Kaiser ihr ein sehr merkwürdiges Geschenk gemacht, einen Klumar. Mit dem müssen sich die Ritter beim Turnier messen. Wenn ich der allergnädigsten Herrin nun ein ähnliches Geschenk darbieten würde. Unvorstellbar, die Götter lächeln mir zu. Ich habe in Bellhaven einen Hexer getroffen, der bereit ist, mit mir einen jungen Klumar zu fangen. Natürlich verlangt er ein Vermögen dafür, aber ich bin zu allem bereit, um die Gunst der Herzogin zurückzugewinnen. Der Hexer hat eine Anzahlung genommen und ist zu den Amelbergen aufgebrochen. Ich habe ihn geschafft. Mit einem Geschenk, das eines Kaisers würdig ist, kann ich endlich ins Herzogtum zurückkehren und auf Vergebung hoffen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Klumar sicher nach Buclair transportieren kann.
Ich habe ein Gefolge versammelt und das gute Schiff Susanne bestiegen. Bei günstigen Strömungen werden wir in nur 3 Tagen in der Hauptstadt sein. Ich fühle mich wie der Held in einer Elfentragödie. Es schien doch alles so wunderbar zu verlaufen. Da schlägt die Katastrophe zu und streckt mich nieder. Der Clumar hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff versenkt und sich ins Flussbett gegraben. Ich flehte den Kapitän an, mir gegen mein übriges Vermögen dabei zu helfen, das Monster wieder einzufangen. Ich werde mich an den Rat des Hexers halten und die Bestie mit Rautenrauch besänftigen. Dann können die Matrosen es mit ihren Netzen fangen. Ich bin erledigt. Die Sache mit dem Rautenrauch hat nicht geklappt. Der Clumar wurde wild und hat fast alle getötet. Ja, der Kapitän konnte entkommen, aber so schwer wie er verwundet war, dürfte er es nicht geschafft haben, aus der Höhle zu schwimmen. Nun sitze ich hier, verlassen, und höre, wie der Clumar die Überreste der Matrosen frisst. Hä, fressen die überhaupt Fleisch? Wo war ich stehen geblieben? Hier. Du, der du mein Tagebuch gefunden hast, wer du auch sein magst, nimm den Rest meines Vermögens. Was sollte ein Häufling modriger Knochen noch damit anfangen? Doch zum Ausgleich bitte ich dich, auf meine Gesundheit, mein trauriges Schicksal, auf den Helden einer wahren Elfmarkgüte zu trinken. Okay, machen wir jetzt. Was nehmen wir? Evolus, Est. Ich weiß nicht, was das seltenste ist. Ich glaube, Evolus ist das seltenste, was wir haben. Na komm, nehmen wir ein. Was haben wir denn nur einmal? Dann ist da der Slot weg. Sand, Mathieu, Rook. Dann nehmen wir das. Habe ich jetzt getrunken? Ja. So. Auf dich, mein Freund. Danke für dein Vermögen. So, jetzt würde ich gerne mal... Ah, unter Wasser ist ja auch relativ dunkel. Von daher gar nicht schlimm, dass wir jetzt noch Katze haben. Geht auch nicht mehr so lange. Und jetzt... Oh mein Gott, wie oft ich schon gesagt habe, dass wir jetzt zu diesem Quest gehen, in die Stadt, wo auch diese Anschlagtafel noch ist, damit wir... da ist noch Trunkener, Level 44. Achso. Damit wir die ganzen Fragezeichen, die ja wahrscheinlich noch sind, ebenfalls aufdecken können, etc. Keine Angst, Katze ist gleich weg. Ja, es blendet, es tut auch meinen Augen weh. Sehe auch nichts, ich glaube, ich komme ja auch gar nicht an Land. Ja, das ist weg, sehr gut. Genau, wir waren jetzt endlich mal dahin und ich glaube, diesmal schaffen wir es auch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Oh. Ich muss jetzt echt noch bis dahin schwimmen. Sieht so aus. Hier, da kommen wir auch an Land. Na komm, Geralt. Frag mich sowieso jedes Mal wieder, wie der schwimmen kann mit den ganzen schweren Sachen, die halt. Aber okay, wir haben ja auch ein riesiges Inventar, was keinen richtigen Sinn ergibt. Ein fahrender Ritter? Ach ne, ist ein Bandit, ja? Krass. Was macht denn der hier? Hm. Bastard. Komm her! Oder halt auch nicht. Wo kommt der her? Ist hier irgendwie in der Nähe Banditenlager? Oder ist hä? Verstehe ich nicht. Es sind so viele Ritter, so viele gutmütige Menschen, die den platt machen würden. So ein fahrender Ritter. Da unten vielleicht was? Los, los. Wie kann denn da solche Banditen hier umherziehen auf einem Pferd? Nee. So, bevor wir jetzt wieder schneller sonst wohin kommen und abkommen vom Weg. Schnell zurück. Nein, das Fragezeichen da oben machen wir jetzt nicht noch. Oh Gott, wir sind echt weit weg. Ach, der Hintergrund ist so geil. Die Burg. Ist das auch wieder? Nee, das ist ein Ritter, oder? Das ist ein Ritter. Ja. Los, was? Los. Dass da hier echt ein Bandit ist, ne? Okay. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Also jetzt müsste echt noch Vogelwild kommen. Jetzt müsste noch irgendwie ein Fragezeichen hier uns über den Weg laufen. Es ist nur noch ganz, ganz wenig Schritt, von daher. Da haben wir auch wieder. Jetzt haben wir auch endlich hier dieses Wegkreuz, das war halt. Halt. Das war halt. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas. Waren wir hier schon mal? Ich weiß gerade gar nicht. Na, ist egal. Das wird uns dann quasi schnell reißen können. Bleckmundbrücke. Diese Brücke wurde zu Zeiten Herzogin Karoberta errichtet. Es ist alles irgendwie in der Zeit von Herzogin Karoberta gemacht worden, oder? Um den Verkehr zwischen den Weingütern an beiden Ufern des Sands Retour zu erleichtern. Sie wurden nach einem Pilger benannt, der in Toussaint damals berühmt war. Ein gewisser Jünger des Propheten Majoran, der an diesem Ort eines seiner zahlreichen Wunder wirkte. Er überquerte den Fluss, ohne nasse Füße zu bekommen.
Da ist auch noch ein... Ich habe zuerst geboten. Manu. Ich habe mehr geboten. Fahrender Händler. Oder reisender Händler, wie auch immer. Sei gegrüßt, Reisender. Brauchst du was? Ja, Geld, aber du hast ja auf Garantie wieder gar nichts. Darf ich mal einen Blick auf deine Waren werfen? Lass mich raten, 300, ach, 230, noch weniger als ich dachte. Und es ist halt auch alles Schrott, nichts von ihm kann ich kaufen, wo ich sagen kann, okay, dann bekomme ich halt ein bisschen Kohle. Ja, okay, wir nehmen die Wasserflasche mit, damit er halt ein bisschen Kohle bekommt, wir quasi eintauschen können. Aber das war's, selbst wenn ich mir Mühe gebe. Was soll ich jetzt noch groß von ihm da kaufen? Schwachsinn. Ich meine, man kann halt an ihn alles verkaufen, soweit ich weiß, aber man, also, na, ihr wisst Bescheid. So, 23 nur, okay. Jetzt geht's eigentlich nur darum, halt Gewicht loszubekommen. Und weniger darum, jetzt hier die fette Kohle mitzunehmen, weil ich kann ja nicht mehr als 230 von ihm bekommen, logischerweise. So, 32 noch, 131, 41, 45, 91. Magischer Gegenstand, ist ja super viel wert, guck dir das mal an. 200, what the... Das wiegt aber halt auch nichts. 82 ist vielleicht noch so ein Schwert wenig wert. 170. Stimmt, die Sachen waren ja alles so viel wert. Das hatte mich ja schon beim letzten Mal gewundert. Hier, es ist nicht selten, gar nichts. Über 100. Das gibt's gar nicht. Krass. So, die 32, scheiß drauf. Aber wir haben noch nicht mal 100 Kilo weg, von daher brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Obwohl ich nicht so viel mitgenommen habe, das hätte ich gar nicht gedacht. Man findet in ganz Toussaint keine bessere Qualität. Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, in einer Märchenwelt zu sein. Okay, wer ist denn jetzt der... Das Lustigste ist, dass die Einheimischen an diesen Unsinn glauben. Such dir was zu tun. Verflucht den Ritter. Wer ist denn jetzt der... Wir haben noch mit dem Namen... Westtyp. Such dieses Hexers zu tun. Hier würde jeder alles tun, um zu beeindrucken. Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Hört, gute Leute! Es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist! Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Matilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich aussuchen muss, wen ich von beiden helfe, aber anscheinend kann ich nur ihm helfen. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch um. Huh.
Die hat doch rote Augen, die Frau, die hinter ihr steht. Ist es gewollt? War das ein Grafikfehler? Okay, ich glaube, es war ein Grafikfehler. Es sollten ihre Wangen sein, die zu weit nach oben gerutscht sind. Du bist doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Ich helfe einfach beiden und geh aber erst zu denen hin, wenn ich beiden geholfen habe. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Ich schätze mal, dass irgendjemand die beiden ausspielt gegeneinander, oder? Weinfäden Belgard. Fest abgeschlossen. Weinfäden Coronada. Aber Müßiggang macht Glück. Weinfäden Fermentino, okay. Das schauen wir uns dann an. Ich muss das mal gucken, wer jetzt hier, also wo das Quest hier war, weil ich, das war da jetzt nicht das Quest, was ich machen sollte. Finde alle Großmeister. Okay, das machen wir später. Kümmere dich um die Probleme auf dem Vermentino-Weingut. Oh, 2 von 5 habe ich schon erledigt, anscheinend durch Zufall. Dritter zu Diensten, einfach nicht geklärt, richtig mit. Suche im Zelt. Kümmere dich um die Probleme auf dem Coronada-Weingut. Oder, war das das? Nee, das kann doch nicht das Quest gewesen sein, oder? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich klicke jetzt einfach mal alle ein und gucke, wo das ist. Auch wenn ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich will halt nichts weglassen. Deswegen. So, Weinfete, das kann es nicht sein, haben wir gerade erst bekommen. Achso, die Aufträge, nee, kann auch nicht sein. Das ist jetzt zwar gar nicht so weit weg, aber das ist es nicht. Das ist es auch nicht, aber das ist unten rechts irgendwo, ja. Scheint wohl doch so zu sein, dass das Quest war. Also, dass wir da mit denen reden sollen. Ich stand ja auch irgendwas da mit Quest beendet oder so. Es kann schon sein, dass es doch so war. Es ist halt nur komisch, dass da dieses Ausrufezeichen auf der Karte stand. Normalerweise ist das ja eher so ein Extra-Quest, wenn das Ausrufezeichen an der Karte steht. Merkwürdig. Egal, dann schauen wir uns jetzt erstmal an diesen Unsinn glauben. An, was hier dran steht. Suche Sicherheitsexperten für Transport. Ich suche nach bewaffneten Kämpfern und Sicherheitsexperten, die sich anheuern lassen. Der Auftrag lautet, 3 mit Wein beladene Wagen nach Bellhaven zu eskortieren, diese dort auszuladen und mit eingekauften Waren zurückzukehren. Ich komme für die Kosten für Verpflege und Unterkunft auf. Weitere Informationen bei Pierre des Solfs vom Vermentino anwesend. Bewährtes Insektenmittel. Fressen lästige Raupen eure Weinreben auf, dann verschwendet euer Geld nicht für magischen Schutz und Rituale. Euer Problem lässt sich schnell mit Hilfe der berühmten, trainierten Marder von Coronada lösen. Jetzt kaufen und ein paar für den Preis eines Menschen erhalten. Leine, Maulkorb und Gebräu gegen Tollwut sind kostenlos dabei. Achtung, Abwehrmittel gegen Marder ist nicht enthalten. Achtung! Achtung vor dem Werwolf. Ein gefährlicher Werwolf wurde in der Nähe des Palastes gesichtet. Wir haben lange keinen Werwolf mehr gesehen. Ich habe mit einigen Augenzeugen gesprochen, die ihn bei Nacht gesehen haben, doch die Herzogswache wollte nichts davon wissen. Seid auf der Hut, es könnte das Biest sein. Magdalena von Ich.
Sternlin-Stragens Einladung. In letzter Zeit gehen Gerüchte um, dass Sternlin-Stragen abscheuliche Taten begeht. Das ist eine Lüge und im Namen von Stragen laden wir die Händler ein, unsere Hanse in den Ruinen des Artach-Palasts zu besuchen. Wir sind uns sicher, dass wir uns einig werden, da Sternlin-Stragen am Handel im großen Stil interessiert ist. Wir freuen uns auf unsere zukünftigen Geschäftspartner, die einfach nur überfallen und umbringen wollen. Kaiserliche Küche. Die Taverne zum Basilisk bietet eine Vielzahl nilfgaardischer Gerichte an. Probiert die köstliche Hasenpaté, die berühmte Langustensuppe und in der Sonne des Kaiserreichs gereiftes Gemüse zu erschwinglichen Preisen. Lang lebe seine kaiserliche Majestät Emir Far Emreis, Deidwen Adan in Karn Eb Morwut. Warnung! Die Arbeiter auf dem Vermentino-Weingut treiben es mit ihren eigenen Müttern und einen sogar mit dem und einer sogar mit dem eigenen Vater. Oh Gott. Nicht erkundeter Ort. Gab es kein Quest? Das mit dem Eskortieren etc.? Ich dachte, das wäre ein Quest gewesen. Guckt euch die vielen Fragezeichen an. Crazy! Ich hätte nichts dagegen, wenn ein Ritter einen Riesen für mich tötet. Gesucht, mörderische Wandergildenmitglieder. Antoin, Sternling, Stragen, Lot alias Halbblut, Philibert, Vierfinger von Vitan. Hier ist ja eigentlich gar nichts. Dieser komische Händler und dann halt dieses Haus von dem Offiziellen wahrscheinlich. Ich dachte, hier wäre wenigstens noch sowas wie eine Kneipe oder so. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Wein... oder kümmern wir mal... Aha, mit den zwei Fragezeichen. Ja, okay, das ist nicht weit weg. Ich glaube... Wobei, wir müssen ja eh dann nochmal hier hin, wenn wir die Aufgaben erledigt haben mit den Weingütern, Weingut, wie auch immer. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt doch nicht mit den Fragezeichen, sondern kümmern uns erstmal um das Weingut. Und da wir zuerst den Typ angenommen haben, den Mann, nehmen wir auch zuerst das Weingut von ihm. Von wem war jetzt denn welches? Moment, Mathilda. Ah, okay, dann nehmen wir zuerst den hier. Und ich wette mit euch, dass da irgendjemand... Als Geralt sich in eine Fehde zwischen zwei berühmten Winzerfamilien wiederfand, welche von Mathilda de Vermentino und lalala, wusste er, dass er sich auf den Eis bewegte. Dennoch entschied er sich für eine Seite und beschloss, Liam zu helfen, die Probleme auf dessen Weingut zu beheben. Auch wenn das bedeutete, sich Liam de Coronata zum Feind zu machen. Oh Gott, also mein Plan ist eigentlich, beiden erstmal zu helfen und sich dann... Ach Mann, ich will mich nicht für einen von beiden entscheiden müssen. Dann nehme ich doch die Frau, weil ich stehe ja Frauen, nicht auf Männer. Und das sind schon zwei Aufgaben erledigt, also ich bin auch einfach praktisch. Ich werde aber sagen, wir speichern hier erstmal und liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Ach so, das sind automatisch auch so Fragezeichen-Dinger. Hä? Wie verteilt ist denn das? Was ist denn mit dem Weingut von denen los? Aber okay, das passt ja, dann haben wir doch erstmal die Fragezeichen hier. Ja, dann würde ich aber sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.